Hallöchen und willkommen bei Elite Dangerous zu einem kleinen Video für Einsteiger, die das Spiel gerade erst begonnen haben oder sich in den Pilotensitz der bald erscheinenden PS4-Version wagen wollen. In dieser Videoreihe werde ich die grundlegenden Dinge im Spiel vorstellen und euch somit hoffentlich einen einfacheren Einstieg ins Spiel ermöglichen. Heute beginnen wir mit dem Interface. Beginnen wir also mit dem Interface. Am besten wir fangen direkt links oben an beim Kommunikationsmenü. Wenn wir das aufrufen, haben wir einmal die Nachrichten bzw. die Informationen über Commander in unserer Nähe, die uns angeschrieben haben, die wir angeschrieben haben oder wer gerade online oder wer offline gegangen ist. Dann natürlich eine Freundesliste. Auch da sieht man, in welchem Spielmodus sich die einzelnen Commander befinden. Spielmodus Hauptmenü kann ich nur jedem empfehlen, wer neu ist, erstmal dort rumgucken. Dann gibt es noch den Einzelspielermodus, die private Gruppe oder das Open. Dazu später nochmal mehr. Dann hätten wir hier noch ein paar Nachrichten dazu. Ja, das ist gerade leer. Dann hier der Verlauf über verschiedene Chat-Kontakte, die alle schon mal abgehakt wurden, beziehungsweise die einfach in den letzten Tagen und Stunden abgehalten wurden. Das ist einfach bloß der Verlauf. Und hier gibt es dann noch wichtige Informationen zu den einzelnen Sachen, wie zum Beispiel Missionsinformationen oder wenn ich wie hier zum Beispiel mir eines meiner Schiffe habe her transferieren lassen, dann steht das hier drin. Ihr könnt das natürlich auch alles löschen. Das sind Geschichten, die braucht niemand mehr. Bloß ein netter Hinweis, dass mein Schiff sicher hergeliefert wurde. Und dann nochmal ganz rechts so ein paar Optionen, wie zum Beispiel, dass man den lokalen Chat an- und ausschalten kann, Sprachchat an- und aus, Geschwadersignal oder Geschwaderchat an- und aus. Direktnachrichten von Spielern könnt ihr an- und ausstellen oder die Sprachchat-Kanäle für das Geschwader automatisch aktivieren, ja oder nein. Hier ist automatisch ja. Beziehungsweise anaktiviert. Ich mache das mal auf aus. Dann springt nämlich nicht direkt der Geschwader-Chat an. Ja, und das wäre es im Prinzip schon vom Kommunikationsmenü. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr die Freunde ausgewählt habt, egal wen, da nochmal direkt einen Text-Chat aufrufen oder einen Sprach-Chat starten. Da kann man noch mehr machen, aber dazu auch vielleicht später erstmal mehr. Das war es erstmal vom Kommunikationsmenü, relativ simpel, mittlerweile auch etwas aufgeräumter, als es noch ganz am Anfang war. Das dazu. Dann kommen wir direkt mal links runter. Dort gehe ich mal von oben nach unten durch. Ich habe das wahrscheinlich jetzt rot umrandet. Da steht zum Beispiel Hawk, Viper MK3. Das ganz oben ist der Name des Schiffes, was vom Commander oder in dem Fall vom NPC vergeben wurde. Dann die Viper MK3, das ist der Schiffstyp, um welches Schiff es sich dort handelt. Darunter steht dann ein Schiff der Systembehörden, das heißt der Polizei, hier ringsrum um den Sternhafen. Darunter der Kampfrang, der steht in dem Fall auf gefährlich, also schon relativ hoch. Man sollte sich vielleicht nicht am Anfang mit gefährlichen Leuten anlegen. Und darunter steht einmal sauber. Das bedeutet nicht, dass der sich regelmäßig duscht und wascht, sondern ganz einfach, dass der kein Kopfgeld hier im System auf sich ausgesetzt hat. Das kann bei Piraten anders aussehen. Dann steht dann dort statt sauber, steht dort gesucht. Das heißt, er hat ein Kopfgeld und wenn er denjenigen abschießt, könnt ihr das Kopfgeld, was er auf seinen Kopf halt ausgesetzt hatte, könnt ihr euch dann in demselben System als Belohnung einstreichen. Darunter steht Explorer und Tour. Das ist die Fraktion, für die das Schiff fliegt, und drunter im Geschwader 2 von 2. Das heißt, das Schiff ist in einem Geschwader mit noch einem anderen Schiff. Dann darunter Foden Orbital, das ist der Sternhafen, der Name des Sternhafens, in dem ich hier gerade bin. Und drunter nochmal Explorer und Tour. Das ist die vorherrschende Fraktion hier im Foden Orbital, sprich in der Station und in dem Fall auch innerhalb des Systems. Dann rechts daneben, da ist das ausgewählte Schiff immer noch zu sehen. Grün bedeutet, ich bin wohlgesinnt oder höher, beziehungsweise in dem Fall auch verbündet mit der Fraktion, mit den Explorern und Tour. Und das Schiff wird mir dahingehend grün dargestellt. Normalerweise am Anfang sind alle Schiffe, die ihr begegnen werdet, erstmal gelb. Das heißt, die sind euch neutral gesinnt. Und das geht dann über freundlich, wohlgesinnt und verbündet.
Da gibt es dann verschiedene Rufstufen. Die blauen Kreise ringsrum um das Schiff, das ist das Schild des Schiffes. Ja, je nach Schildstärke geht das schneller oder langsamer kaputt. Das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nach Kampfrang des Schiffes, je nach Schiff, je nach Schildstärke und so weiter. Da gibt es viele verschiedene Faktoren, wie viel das gegnerische Schild aushält. Dann darunter die 100% Leiste, das ist der Rumpf des Schiffes. In der Regel, auch dazu später mehr, wird der Rumpf des Schiffes, des gegnerischen Schiffes, nur an oder erst angegriffen, wenn das Schild kaputt ist. Es gibt da spezielle Waffen, die eventuell direkt durch das Schild an den Rumpf des Schiffes Schaden verursachen können. Aber die 100% Leiste betrifft den Rumpf des gegnerischen Schiffes. So, in der Mitte, da sehen wir nochmal, wo wir gelandet sind. Foden Orbital, dann mit der Uhrzeit, der Tag und das Jahr. Dann können wir da auswählen, Sternhafendienste zurück zur Oberfläche oder starten. Dazu später mehr. Wir gehen erstmal nach rechts, da ist dasselbe Spiel mit unserem Schiff. Und mit dem Schiff vom einen Spieler gerade, die kurze Sequenz, beziehungsweise in dem wir auch gerade sitzen, ist das Standard-Startschiff für alle, die das Spiel neu beginnen, und zwar eine Sidewinder. Das kleinste und einfachste und günstigste Schiff im gesamten Elite Dangerous-Universum. Und auch hier in der Mitte unser eigenes Schiff, ringsrum das Schild des Schiffes und unten drunter die 100% Leiste ist der Rumpf. Kommen wir nach rechts, da wird es ein bisschen schwieriger, auch das ist eine Sache, da muss man selber dann später ein bisschen rumprobieren und gucken, wie man damit am besten zurechtkommt. Da steht einmal System, Antrieb und Waffen. Da ist gerade derzeit jeweils 2 Punkte vergeben. Diese Punkte kann man umändern bzw. anders vergeben. Dass ich zum Beispiel, ich mache das jetzt mal, mehr Punkte aufs System gebe. Das heißt, wenn ich mehr Punkte aufs System gebe, hält automatisch das Schild etwas mehr aus. Beziehungsweise deutlich mehr kommt dann auch wieder auf das Schild drauf an, was ich im Schiff verbaut habe. Wenn ich mehr Punkte, ihr seht schon, das verändert sich dann teilweise ganz schön. Wenn ich mehr Punkte auf den Antrieb gebe, dann füllt sich der Antrieb, ihr seht da drüber immer noch mal eine Leiste, füllt er sich schneller wieder auf und ich kann dann zum Beispiel öfter boosten. Ein Boost beschleunigt das Schiff für kurze Zeit um ein paar Prozent der Fluggeschwindigkeit, auch da wieder unterschiedlich, welche Schubdüsen verbaut sind. Und dann kann ich noch nach rechts gehen mit den Punkten auf die Waffen verteilen, dass zum Beispiel die Laserwaffen länger schießen können und sich auch schneller wieder aufladen. Da muss man, je nachdem, was man gerade macht im Spiel, gesunden Mittelweg finden oder für sich selbst irgendwas finden, wie man da halt einfach am besten zurechtkommt. So, ein Tastendruck und alles ist wieder standardmäßig eingestellt. Dann rechts daneben. Oben dieser kleine wabernde Strich, das ist die... Na, wie soll ich sagen? Ich komme gerade nicht auf das Fachwort, tut mir leid. Wie viel Signatur mein Schiff abgibt. Je mehr das ausschlägt, desto einfacher ist es, mein Schiff zu orten oder zu finden. Und je weniger, so wie jetzt gerade, da mache ich halt nicht viel, das steht hier bloß rum, kann man das Schiff in dem Fall zwar trotzdem sehen, aber das hat auch was mit Schleichfahrt und so weiter zu tun. Da können wir vielleicht auch später nochmal dazu. Das ist für den Anfang überhaupt nicht relevant. Was aber deutlich relevanter ist, das ist der Treibstoff. Der steht drunter. Aktuell verbrauche ich 0,00 Liter pro Stunde. Oder Tonnen pro Stunde. Ich weiß, ich glaube, da geht es um Tonnen pro Stunde. Da verbrauche ich halt überhaupt nichts. Weil ich hier stehe. Je nach Aktion wird das halt mehr oder weniger. Und darunter, unter der Treibstoffleiste, ist eine ganz, ganz kleine, feine Leiste. Die wird verbraucht, wenn ich innerhalb von einem System unterwegs bin. Die füllt sich oder die leert sich dann langsam. Und drunter, diese große gestrichelte Leiste, die ist dafür, wenn ich einen Hyperraumsprung beginne, beziehungsweise in ein anderes System mit einem Hyperraumsprung reisen will. Dann brauche ich in der zweiten gestrichelten Leiste noch Treibstoff. Dann drunter kommen wir zur Massesperre. Die wird immer dann angezeigt, wenn ihr in der Nähe von großen Objekten seid. Sei es ein Raumhafen oder ein Planet, auf dem ihr vielleicht gerade gelandet seid und wieder weg wollt. Oder halt einfach in der Nähe von einem Planetenring.
lauter solche Geschichten. Dann taucht die Massesperre auf, die ist in der Regel nach, je nachdem, wo ihr gerade euch befindet, nach ein paar Kilometern wird die aufgehoben und ihr könnt zum Beispiel einen Hyperraumsprung beginnen. Das funktioniert nicht, solange die Massesperre aktiv ist. Darunter das Fahrwerk, auch das ist gerade ausgefahren. Und darunter die Frachtluke, die ist gerade geschlossen. Ja, kann ich auch gerade gar nicht öffnen. Na gut, wie dem auch sei, Frachtluke ist geschlossen, das ist auch ganz gut so. Dann kommen wir nach rechts oben zur Information. Da taucht auch gerade was auf, wunderbar, ein Kontakt verloren. Sowas steht dann halt rechts oben da. Das geht, da steht immer nicht viel. Ein Kontakt verloren steht dort meistens. Dann nochmal die Information rechts oben zur Uhrzeit. Was dort oben noch vorkommt, wenn man später Systeme erkundet, stehen dann dort die neu entdeckten Planeten, beziehungsweise die Anzahl. Aber auch dazu in einem anderen Video wahrscheinlich, dazu dann nochmal mehr. Gut. Das wäre erstmal das grundlegende Interface, was wir hier vor uns sehen. So, machen wir weiter. Links von uns, ein Tastendruck genügt, kommen wir in das nächste Interface rein. Und zwar geht es hier um die Navigation, die Transaktion, die Kontakte, die Subziele und das Inventar. Und hier in der Navigation, fangen wir direkt mal an, steht links oben unser Standort, Toluku, unser Ziel. Ich habe gerade keins angegeben. Das würde dann da drunter stehen und es gibt hier verschiedene Filtereinstellungen, die man vornehmen kann, dass man zum Beispiel verschiedene Sachen ausblendet oder sich anzeigen lassen kann. Zum Beispiel, dass ich die Asteroidencluster ausschalte oder die Station ausschalte. Seht ihr dann rechts, da verändert sich es direkt. Siedlungen, Signalquellensysteme und so weiter. Könnt ihr alles an- oder ausschalten, Filter zurücksetzen, dann ist wieder alles auf Standardeinstellung. Die galaktische Karte könnt ihr aufrufen, die Systemkarte, dazu auch später nochmal mehr, das mache ich jetzt hier im Video nicht. Und die galaktischen Mächte, auch dazu später nochmal mehr. Das ist jetzt bloß erstmal das Interface, ohne dass ich direkt hier nochmal reingehe, weil das ist dann schon ein bisschen mehr. Da kann ich noch deutlich mehr zu erzählen, das wäre jetzt hier für das Video, wäre das zu viel. So, dann kommen wir mal hier rüber zum Beispiel, erklären wir gleich mal das Interface noch. Hier oben dabei, bei dem Symbol, das ist ein Sternsymbol, das ist der Stern, der mir gerade am nächsten ist. Und zwar in 10,5 Lichtsekunden Toluku B. Darunter Toluku B1, das ist ein Planet. Sieht man dort auch am Symbol, ist halt rund, ist ein Planet. Rechts daneben ist so ein kleiner Lander, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, auf dem Planeten kann man landen. Und darunter Foden Orbital. Die Raumstation, in der wir uns gerade befinden. Und dann hätten wir hier noch Crown Lab. Das wäre die Bodenstation auf Toluku B1. Da könnte man zum Beispiel landen. Dann hier unten drunter, das sind Asteroidenfelder in der Nähe der Sonne bzw. des Sterns. Die sind dann irgendwo zwischen uns und Toluku B. Und dann geht das hier unten so weiter. Gibt es noch hier irgendwas, was ich noch zeigen könnte? Das hier zum Beispiel. Das Symbol, das ist ein Außenposten. Auch die gibt es. Es gibt nicht bloß diese großen, riesigen Stationen, in denen wir uns gerade befinden, sondern auch die kleineren Außenposten. Das wäre zum Beispiel ein Symbol dafür. So, das hier unten wäre nochmal eine kleine Siedlung auf Toluku AB2G. Auch wieder ein landbarer Mond müsste das sein. Da kann man zum Beispiel auf diese kleine Station runterfliegen und so weiter. Habe ich noch irgendwo... Ja gut, da gibt es dann noch andere mit verschiedenen Sicherheiten, dazu auch später mal in einem anderen Video mehr. Wenn ich jetzt auf alles direkt eingehen würde, wären das mehrere Stunden. Deswegen alles nach und nach. Dann rüber zur Transaktion, da sehen wir verschiedene Dinge. Einmal die Aufträge, die silbernen oder blau-silbernen hier oben, das sind Community-Events. Auch dazu leider später mehr. Das sind Aufträge, an denen die ganze Community dran teilnehmen kann. Muss man nicht machen, aber es gibt dort immer nette Bonus-Credits, die man einstreichen kann. Das ist gerade für Neulinge recht interessant. Dann hier unten ein normaler Auftrag. Ich habe jetzt einfach mal einen angenommen, damit ihr seht, was sich dann vielleicht nochmal öffnet als nächstes. Und zwar steht dort rechts 14 Stunden 38 Minuten hätte ich noch Zeit, diese Mission zu erfüllen. Wenn ich mal reingehe, finde da verschiedene Informationen dazu. Einmal das betreffende System, wo ich hin soll,
dann, wohin ich die Daten in dem Fall liefern soll. Ich soll hier nämlich eine Oberflächeninstallation scannen wegen Bürgerkrieg. Das wäre zufällig auch hier im selben System. Und ganz unten steht dann halt noch, wie gesagt, die verbleibende Zeit und der Auftraggeber. Hier unten drunter Belege. Da finden sich zum Beispiel die Belege aus dem Machtspiel bzw. aus dem Powerplay. Dann Kopfgeldbescheinigung wie in dem Fall oder Kampfbelohnungen. Kampfbelohnung und Kopfgelder, das sind zwei verschiedene Sachen. Dazu später mehr. Tut mir leid, ich muss das sehr oft sagen, aber sonst sprengt es mir hier den Rahmen. So, dann die Kontakte, die Schiffe bzw. die Station und andere Dinge. Meinetwegen auch Waren oder andere Objekte, die sich in eurer Nähe befinden, werden hier angezeigt. In unmittelbarer Nähe, so ein paar Kilometer, je nachdem was es ist, um euer Raumschiff drumherum, werden hier angezeigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine kleine Adder, das ist auch noch ein relativ kleines Schiff, mal ins Visier nehme, seht ihr rechts, das wird gescannt. Und dann kann ich auch auf die Subziele des Schiffes zugreifen. Da sehe ich zum Beispiel, was hat er alles dabei, wie gut ist er ausgestattet. Salvenlaser hat er dabei, Schienenkanonen, echt jetzt, zwei Schienenkanonen in der Adder, verzeiht mir mein Lachen, aber das ist heftig, das habe ich auch noch nicht gesehen. So, warum hier zweimal Antrieb steht, ist mir ein absolutes Rätsel. Achso, doch hinten links und rechts, alles klar, gut, doch kein Rätsel. Dann der Schildgenerator, eine Schildzellenbank, um zum Beispiel die Schilde schneller wieder aufladen zu lassen. Kühlkörper, jedenfalls kann man da direkt eines der Subziele bzw. der Unterziele anwählen und dann könnte ich mir noch anschauen, was der Adder bzw. das gegnerische Schiff oder das anvisierte Schiff im Inventar hat. In dem Fall bräuchte ich allerdings einen Scanner, der das Inventar des gegnerischen Schiffes scannt. Den habe ich aktuell hier in dieser Standard-Sidewinder natürlich noch nicht drin. Der kostet ein bisschen Geld, das habt ihr am Anfang noch nicht. Deswegen noch keine Inventarscanner für euch am Anfang, aber das würde dann hier angezeigt werden. So, das wäre das linke Menü. Dann gibt es rechts noch ein Menü. Ja, auch hier wieder einige Sachen, auf die ich direkt nochmal näher eingehen könnte. Auch das ist wieder eine Geschichte für später. Fangen wir mal an. Wir haben oben den Status, die Module, die Feuergruppen, das Inventar und verschiedene andere Funktionen noch. Fangen wir einfach mal links oben an. Da steht euer Kommandantname und zwar den, den ihr am Anfang ausgesucht habt. Dann die verschiedenen Ränge für den Kampfrang, für den Handelsrang, für den Erkundungsrang. Das sind die drei Hauptränge im Spiel und den CQC-Rang ganz unten könnt ihr, wie er ist, einfach nehmen und aus dem Raumschiff rausschmeißen. Den braucht keiner. Dann darunter der Kontostand, der Ersatzwert. Der Ersatzwert ist eigentlich bloß die Versicherungssumme. Falls ihr mit eurem Schiff drauf geht, müsstet ihr, wenn ihr das Schiff, so wie ihr euch das zurecht gebaut habt, je nach Schiff und Ausstattung des Schiffes, können das schon mal mehrere Millionen werden, die ihr dann zahlen müsst. Wenn ihr halt geplatzt seid, könnt ihr dann für die entsprechende Summe, die da unten angezeigt wird bei Ersatzwert, euch das Schiff, so wie es vorher war, wieder herstellen lassen und müsst nicht mit einem kleineren Schiff anfangen. Das lokale Kopfgeld. Kein lokales Kopfgeld ist hier auf mich ausgesetzt in dem System. Es gibt da das ein oder andere System, in dem ich eventuell noch ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt habe. Aber hier nicht, in Tuluku nicht. Und dann drunter der lokale Ruf, der ist hier aktuell auch verbündet. Dann sehen wir rechts Ruf für die Supermächte. Da gibt es zum einen die Föderation, das Imperium und die Allianz. Für die Föderation und für das Imperium könnt ihr sowohl im Ruf als auch im Rang aufsteigen. Nur bei der Allianz gibt es zumindest derzeit noch keine Ränge, sondern nur den Ruf. Je höher ihr im Rang, zum Beispiel im Rang steigt bei der Föderation oder beim Imperium, desto bessere Schiffe erwarten euch, die ihr euch dann leisten könnt oder halt zumindest die Chance habt, euch die kaufen zu dürfen, nennen wir es mal so. Es ist nicht so einfach, relativ hoch aufzusteigen in den Rängen. Man verliert nie an Rang, also an Rang, der wird bloß gesteigert, der fällt niemals zurück. Der Ruf hingegen, der kann auch mal wieder abbauen, je nachdem, wenn ihr zum Beispiel gerade fürs Imperium irgendwo was macht und gegen die Föderation, dann sinkt natürlich der Ruf ein bisschen bei der Föderation, steigt beim Imperium, kann aber auch genauso gut andersrum sein, ihr könnt auch bei beiden verbündet sein. Aktuell
jeweils bei 75% wohlgesinnt. Je nach Höhe des Rufes der beiden Fraktionen, desto bessere Missionen können euch auch erwarten. So, Ruf und Ränge. Dann hätten wir unten noch das Holomi und die Ingenieure. Das ist auch nochmal eine Geschichte für was anderes. Dann können wir aber hier oben noch durchschalten. Ich kann da nochmal runtergehen. Man kann da nochmal in das Feld reinspringen. Da sehen wir hier unten zum Beispiel noch die Systemfraktion. Einmal die Tuluku People's Party und so weiter und so fort. Und dann auch die Explorer on Tour. Das wären dann nochmal die Systemfraktionen, die hier angezeigt werden. So, dann gibt es noch den Systemstatus. Hier sehen wir zum Beispiel, gibt es Bürgerkrieg zwischen den beiden hier oben. Dann hier unten ist gar nichts und die Explorer und Tour expandieren mal wieder. Das freut mich natürlich. Das ist zum Beispiel, das ist jetzt Zufall, dass ich gerade noch hier stehe. Das wäre eine von Spielern aus dem deutschen Forum geschaffene Fraktion, die es ins Spiel geschafft hat. Die haben die Entwickler übernommen und ins Spiel gepackt in ihr eigenes System und man kann sogar für die dann halt Missionen erfüllen. Das wäre der Systemstatus. Dann kommen wir zu den Finanzen, zum Kontostand, zur Frachtversicherung, Schiffsversicherung, Ersatzwert. Das hatte ich vorhin schon erzählt. Die Schiffsversicherung, die liegt mindestens, glaube ich, bei 95%. Da ich damals an der Beta schon dran teilgenommen habe, vor über 2,5 Jahren bei dem Spiel, habe ich eine 96%ige Schiffsversicherung. Und ich glaube, für alle, die damals schon den Alpha-Zugang hatten, die haben nochmal einen Prozentpunkt mehr. Also ihr habt, glaube ich, müsste dann 95% dort stehen, wenn mich nicht alles täuscht. So, das wären die Finanzen. Und dann hätten wir noch die Statistiken. Da wird zum Beispiel hier oben erstmal die Verteidigung des Schiffes angezeigt. Oben steht immer das letzte Update der Statistik da. Das wird immer geupdatet, so wie ihr hier reinspringt. Dann kommt immer wieder ein Update, steht auch oben kurz da. Das geht relativ schnell. Einmal die Schildstärke und so weiter. Die verschiedenen Stärken des Schildes, was das alles aushält. Da geht es über den kinetischen, thermischen Detonationswiderstand und einiges anderes noch. Dann der Kontostand. Dann, was ihr im Kampf schon geleistet habt. Wie viele Kopfgelder ihr bekommen habt, beziehungsweise euch erschossen habt. Dann Kampfbelohnung, Mordaufträge und so weiter. Verbrechen. Verhängte Strafen 457, in dem Fall gegen mich. Naja, gut. Schmuggel kann man auch machen. Dann die verschiedenen Handelsstatistiken, Abbaustatistiken aus Bergbau, Erkundungsstatistiken. Da kommt einiges dazu. Passagierstatistiken. Dann das Herstellen von verbesserten Modulen bei den Ingenieuren, auch das, dann die Crew, die neulich erst dazugekommen ist mit 2.3, Multicrew genauso, beziehungsweise Multicrew ist mit 2.3 dazugekommen, entschuldigt, die Crew, die gab es schon vorher und die CQC-Statistik, die ist gar nicht so schlecht bei mir, aber na gut. Ja, dann hätten wir hier noch die Autorisierung, für welche Systeme ihr euch besonders qualifiziert habt, auch das geht über bestimmte Je nach Rufstärke bei bestimmten Fraktionen innerhalb des Spiels in bestimmten Systemen kann man sich auch gesperrte Systeme freischalten. Ja, auch das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das wäre es dann von dem rechten Interface. Das ist eine ganze Menge, ich weiß. Aber so ist es nun mal. Es dauert ein bisschen, bis man sich hier reingearbeitet hat. Da ist mir beim Schneiden doch tatsächlich aufgefallen, dass ich hier einiges vergessen habe. Und zwar hatten wir uns bloß den Status angeschaut. Wir gehen natürlich jetzt weiter erstmal rüber zu den Modulen. Das sind die Module, die sich in eurem Schiff befinden. Und da sehen wir einmal den Namen des Moduls, den Typ, die Energie, die das Modul aus dem Energieverteiler zieht, beziehungsweise aus dem Kraftwerk. Entschuldigt, der Energieverteiler ist was anderes, aus dem Kraftwerk. Die Priorität, die eingestellt ist und der Zustand des Moduls. Über Priorität und Energie unterhalten wir uns später an anderer Stelle nochmal. Wir gehen jetzt einfach mal weiter zu den Feuergruppen. Das sind die Feuergruppen. Wir haben hier im Schiff zwei Impulslaser verbaut. Kann man auf Sekundär und Primär stellen. Primär wäre Feuergruppe 1, Sekundär wäre Feuer 2. Entschuldigt, Primär ist Feuer 1 und Sekundär wäre zum Beispiel Feuer 2. Das kann man in verschiedene Feuergruppen einstellen. Zum Beispiel Feuergruppe 1 wäre das in dem Fall, wären die Impulslaser alle beide. Feuergruppe 2,
Der Aufklärungsscanner und der Datenlinkscanner, den braucht er nicht vergeben. Zumindest nicht hier. Das gehört woanders dann hin. Ja, das wären die Feuergruppen eigentlich keine so schwere Sache. Ich denke, das ist recht einfach zu verstehen. Dann das Inventar, da ist wieder ein bisschen mehr. Da sehen wir als erstes mal die Schiffswracht, was wir im Schiff haben. Unten sehen wir 0,4, das ist die Kapazität in Tonnen. 0,4 Tonnen haben wir dabei. Wir könnten hier zum Beispiel Frachtfilter einstellen. Habe ich bis heute nicht ein einziges Mal gebraucht. Dass halt nur bestimmte Sachen angezeigt werden oder halt auch nicht angezeigt werden. Dann die Materialien. Das sind Dinge, die man zum Beispiel auf Planeten finden kann und oder durch Missionen auch erhalten kann. Da gibt es verschiedene Sachen. Da gibt es einmal Elemente und gefertigte Sachen. Das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte, die zu den Ingenieuren gehört. Genauso die Daten. Auch das ist eine Sache, die man bekommen kann durch verschiedene Aktionen im Spiel. Und auch durch Missionen kann man die auch bekommen. Auch das ist nochmal eine Sache, die zu den Ingenieuren gehört. Dann kommt hier eine Synthese. Da ist zum Beispiel sowas dabei wie eine FSA-Einspeisung. Das bedeutet ganz einfach, dass ich mit dem FSA, der Frameshift-Antrieb, den verbessern kann, kurzzeitig für einen Sprung, dass der zum Beispiel hier in dem Fall plus 25% Reichweite bietet, plus 50 oder plus 100% Reichweite. Am Anfang werdet ihr wahrscheinlich überhaupt nicht in den Genuss kommen, irgendwas davon einzusetzen, weil euch einfach die Ressourcen dort unten fehlen. Ganz von Premium-Sachen abgesehen, das sind nochmal Dinge, die selbst für mich immer noch relativ selten sind. Zum Beispiel hier Arsen habe ich relativ selten. Polonium, das ist eine Geschichte, nach der habe ich mal ewig gesucht. Auch dazu später mehr, das ist nochmal eine ganz eigene Sache. Oder hier, dass man zum Beispiel die Munition unterwegs wieder auffüllen kann. Eine AFW, das ist eine automatische Feldwartung, um Module, die hier zwischendurch dann wieder herzustellen und so weiter. Und die Kabinen, das wären Passagierkabinen, erste Klasse oder Luxusklasse. Das gehört zu den Passagiermissionen dazu. Und dann haben wir noch verschiedene Funktionen. Da sehen wir nochmal unser Schiff und die Sprungreichweite des Schiffes. Aktuell 7,51 Lichtjahre, maximal 7,79 Lichtjahre. Der Name des Schiffes ist nicht vergeben. Eine ID, die automatisch vergeben wurde. Das könnt ihr aber selber einstellen, den Namen und die ID des Schiffs, die wird dann den Gegnern auch angezeigt. Dann die Fraktion, das ist eine Geschichte, da kann man bloß drauf auswählen, wenn man in so einer Kampfzone ist, wo man Kampfbelohnung bekommt, beziehungsweise in dem Gebiet, in dem sich gerade zwei verschiedene Fraktionen bekriegen. Da muss man sich dann, wenn man dort angekommen ist, für eine der beiden Fraktionen entscheiden und ballert dann auf die andere. Das Fahrwerk ist ausgefahren, die Frachtung ist eingefahren. Weiß gar nicht, kann man das hier ändern? Nö, geht gar nicht. Das Signal, ich weiß gar nicht, was ist denn das Signal? Ha, habe ich noch nie gebraucht, weiß ich nicht. Schleichfahrt an, aus, Außenbeleuchtung an, aus. Könnt ihr an- und ausschalten, beziehungsweise die Frontlichter, also die Scheinwerfer, die Flughilfe. Das ist nochmal was anderes, eine Rotationshilfe könnt ihr an- und ausschalten. Das können wir von mir aus mal machen, wenn wir starten. Dann seht ihr, was das ist. Geschützturmmodus, Vorwärtsfeuern. Start-Checkliste an und aus, schaltet die von mir aus, wenn ihr das erste Mal richtig konfiguriert habt, nach euren Steuervorlieben, wie ihr das gerne steuern möchtet, das Schiff. Verbrechen gegen mich anzeigen, aus, Umlaufbahn der Planeten, die sind standardmäßig ein, ich mache die mal ein, die UI-Helligkeit im Schiff, heller und dunkler, wie ihr das gerne hättet. So, die Uhr könnt ihr euch anzeigen lassen oder auch nicht, die dann halt in der vorderen Projektion des Interfaces angezeigt wird. Waffenvisiermodus, vorhalten, nachziehen, vorhalten, ja, vorhalten oder nachziehen. Sensorskalierung könnt ihr da einschalten und Neustart reparieren. Und es gibt auch eigentlich irgendwo noch einen Selbstzerstörungsmodus. Ist das der hier? Nö. Das ist was anderes. Irgendwo? Warum gibt es denn den hier nicht? Wahrscheinlich, weil ich gerade andocke in der Station. Da gibt es das nicht. Ich glaube, wenn ich abhebe, dann kommt hier noch so ein Selbstzerstörungsmodus hinzu. Gibt schon mal. Es kann schon mal wirklich eine Situation im Spiel geben, in der das gebraucht wird. Na gut, das waren dann hier oben die anderen Teile
des rechten Interfaces und dann geht es jetzt regulär weiter. So, und das ist aber noch nicht alles. Wir haben hier unten noch ein Interface. Das wird jetzt nicht ganz so viel, keine Sorge. Einmal das Steuer, das bin ich. Ja, Fighter. Man kann sich Fighter in bestimmte Schiffe einbauen lassen. Das geht hier in der Sidewinder nicht. Deswegen wird hier nichts angezeigt. SRV, das sind die Buggies, mit denen man auf dem Planeten rumfahren kann. Auch das gibt es hier nicht. Und die Crew, das ist mein inaktives Crew-Mitglied Ruben Müller. Der kämpft sehr gut für mich mit. Der ist auch schon auf Kampfrang gefährlich. Auch da steht dann immer so ein bisschen was dabei. Wie viel Geld er schon verdient hat. Der aktuelle Rang, der nächste Rang. Für den läuft's gut. Der kriegt auch Geld, obwohl er nichts macht. Aber auch wieder eine andere Geschichte. Und hier drüben bei alle, da würde dann halt alle stehen. Wenn ich Fighter dabei hätte, wenn ich SRVs dabei hätte, auch die wären dann hier aufgelistet. So, ja. Das wäre es im Prinzip davon erstmal. Wenn wir jetzt weitergehen in hier unten, haben wir ja die Sternhafendienste, zurück zur Oberfläche und starten. Wenn ich jetzt die Sternhafendienste aufrufe, kommt das nächste. Das ist eigentlich das, was ihr auch am Anfang erstmal seht, wenn ihr rein ins Spiel geht. Ihr startet mit der Sidewinder und startet innerhalb einer Station, so wie jetzt. Auch hier gibt es dann wieder einige Sachen, die wir schon an einer anderen Stelle mal gesehen haben, aber eventuell hier nochmal ein bisschen ausführlicher. Fangen wir am besten mal links oben an. Auch hier wieder der Sternhafen mit Uhrzeit und Datum. Dann die vorherrschende Fraktion. Das ist kein kontrolliertes System von irgendeiner Macht, wenn mich nicht alles täuscht. Dann nochmal euer Kontostand. Dann geht es hier über die allgemeinen Dienste in den Warnmarkt. Das schwarze Brett, da werden Missionen vergeben. Die Passagierlounge, da gibt es Passagiermissionen. Die Kontakte. Da kann man zum Beispiel Kopfgelder einstreichen, Universal Cartographics, da gibt man die Explorer-Daten ab, die man irgendwann mal gesammelt hat, und die Crew-Lounge, die dann die verschiedenen Crew-Member, die man sich selber anhören kann und hochleveln kann, die werden dort beherbergt. So, in der Mitte nochmal die Explorer und Tour mit dem Referent Zendaya Allison. Fraktionszustand, Expansion, Einfluss auf System relativ hoch. Mein Ruf ist verbündet und hier gibt es immer noch eine nette Nachricht. Dann hier unten gibt es verschiedene Statusberichte innerhalb der Fraktion und die Galnet News, die rufen wir direkt mal auf. Da gibt es immer Neuerungen oder Informationen zum gesamten Spiel, was so im Elite oder im Elite Dangerous Universum passiert. Das meiste davon oder sogar alles mittlerweile ist auch auf Deutsch, das war früher nicht so. Könnt ihr euch gern durchlesen, was da alles so passiert. Mache ich jetzt nicht, das übersteigt dann wieder einiges. Jedenfalls Galnet News, merkt euch das mal. Da gibt es viele Neuerungen oder neue Sachen, die im Spiel in der Galaxie hier passieren. Rechts oben nochmal, welches Schiff wir sind, welchen Namen wir haben und das Bildchen, was wir im Holomy erstellen. Das Holomy auch nochmal an einer anderen Stelle erklärt. Das ist einfach nur der Commander Creator, indem ihr euren eigenen Commander erschafft. Die Lackierung des Schiffes, auch das sehen wir an einer anderen Stelle nochmal. Dann könnten wir hier zum Beispiel noch die Schnellwartung, wenn wir ein bisschen rumgeflogen sind, zum Beispiel einfach mal den ganzen Treibstoff auffüllen, alles reparieren, wenn was am Schiff kaputt gegangen ist. Oder halt alles auffüllen, das betrifft zum Beispiel einen SRV, der mal kaputt gegangen ist. Sprich so ein Buggy oder die Munition von Mehrfachgeschützen oder Splittergeschossen. Das wird alles dann hier aufgefüllt. Dann hätten wir hier unten noch die Ausrüstung. Da bekommt ihr die Module für die Schiffe her. Könnt eure Schiffe ausrüsten und verbessern oder erweitern. Dann die Werft, bei denen ihr neue Schiffe kaufen könnt und eine erweiterte Wartung. Dann schauen wir doch mal rein. Ich würde das jetzt einfach alles nochmal durchgehen. Das ist zum Beispiel der Warenmarkt. Der sieht so aus. Ihr könnt hier sehen, welche Waren es alles gibt. Es gibt nicht immer alles an jeder Station. Das ist ein relativ, meiner Meinung nach, doch komplexes System. Wenn man es einmal durchschaut hat, ist es wie immer, dann weiß man, wie es läuft oder wo es was gibt. Aber auch hier muss man sich dann erstmal so ein bisschen reinfinden. Es gibt halt Waren, die sind recht billig, wie zum Beispiel hier die Nahrungskartuschen. Für in dem Fall 60 Credits das Stück. Es gibt dann aber halt auch ganz andere Sachen. Wo haben wir es zum Beispiel? Painit, Niedertemperatur-Diamanten sind zum Beispiel Sachen, die man durch Abbau bekommen kann, die schon ein bisschen mehr Credits bringen. Pro Tonne. Das ist immer pro Tonne gerechnet. Beziehungsweise hier rechts unten sehen wir mal die Frachtkapazität. 0 von 4, sprich 4 Tonnen Fracht.
Rechts gibt es dann immer noch Informationen dazu, was das denn eigentlich ist, wo es herkommt oder was es kann. Und manchmal, zum Beispiel bei den Polymeren, habe ich jetzt mal ausgewählt, steht da, woraus das importiert wird. Das ist relativ wichtig, wenn man am Anfang, von mir aus auch mit den 4 Tonnen, so ein bisschen handeln möchte, sucht man einfach nach den Systemen. Die sind in der Regel nicht weit weg von dem System, in dem ihr euch befindet. Die sind eigentlich direkt drumherum irgendwo. Einfach danach suchen und dann kann man dort zum Beispiel die Sachen hierher importieren und mit Sicherheit dann auch Profit machen. Ja, das wäre der Warenmarkt. Da gibt es einiges. Dann das schwarze Brett. Da sehen wir zum einen hier oben die Community-Ziele. Da gibt es meistens 2 bis 3 pro Woche. Und da steht dann immer da, was gemacht werden muss. In dem Fall sind das 2 Handels-Community-Events im System Maya. Das ist ein bisschen außerhalb, im Plejaden-Sektor. Hier steht es auch, Plejaden-Sterncluster. Und da nehmen dann einige Commander dran teil. Gerade sind das relativ wenig. In der Regel sind das 4-5 Mal so viele. Das ist aber so ein Handels-Event, was ein bisschen länger dauert, auch mit dem Hin- und Herfliegen. Da nehmen in der Regel nicht so viele Leute dran teil, weil es sich ein bisschen in die Länge zieht. Jedenfalls sieht man hier unten zum Beispiel die Belohnung. Je nachdem, welche Stufe erreicht wird, steigen dann die Belohnung und die Top 10, 25, 50, 75, 100%, da kommt man dann rein oder wird dann rein eingegliedert, je nachdem, wie viel man selber dazu beigetragen hat. So, dann gibt es normal von den hier ansässigen Fraktionen verschiedene Aufgaben, die man machen kann. In dem Fall kann ich hier nichts annehmen von den Missionen, weil ich einfach nicht genügend Frachtkapazität habe. Hier rechts sehen wir, ich bräuchte 24, hier 8, hier 108 Frachtkapazität und könnte dann halt hier verschiedene Sachen spenden. Oder hier Bürgerkrieg-Scan-Mission könnte man auch mit so einer kleinen Zeitwinde machen. Aber eher nicht. Mit einer Zeitwinde würde ich andere Missionen machen. Das zeige ich euch in einem anderen, wahrscheinlich in dem nächsten Video, wie er dann losfliegt und so weiter. So, das wäre das schwarze Brett, die Passagierlounge. Darum geht es um die Passagiere, die dann von einem Ort zum anderen gebracht werden, die irgendwo einen schönen Planeten sich anschauen wollen oder die Planetenringe besuchen möchten, Eisgeysiere besuchen möchten, ein schwarzes Loch sehen wollen und so weiter und so fort. Das kann man hier machen. Ihr seht, hier gibt es teilweise enorme Summen, die man sich verdienen kann. Kann mal leichter sein, kann mal schwerer sein. Zum Beispiel hier die 41,5 Millionen Credits, die man dafür bekommen würde, wenn man die Aufgabe abschließt, müsste man 28.000 Lichtjahre reisen. Das ist nicht ohne. Also schon gerechtfertigt der Preis oder die Belohnung. Jedenfalls steht dann in dem Interface hier drin, was alles gemacht werden muss, welche Ruf- und welche Einflussverbesserungen es gibt und so weiter und so fort. Ich denke, da erklärt sich vieles von selbst. Falls ihr überhaupt Fragen zu irgendwas habt, einfach in die Kommentare. Ich beantworte das im Regelfall am selben Tag immer noch. Dann kommen wir zu den Kontakten. Da kann ich zum Beispiel hier meine Strafen bezahlen, wenn ich Mist gebaut habe. Oder ich hole mir meine Kopfgelder rein, die ich mir erkämpft habe. Kampfbelohnung, das sind dann Kampfbelohnungen. Das ist was anderes als Kopfgelder. Da muss man in solche kleinen Kriegszonen, in denen zwei Fraktionen gegeneinander kämpfen. Man muss sich da eine Fraktion aussuchen, wenn man dort angekommen ist und kann dann gegen die anderen kämpfen und bekommt dann Kampfbelohnungen. Im Gegensatz zum Kopfgeld sind Kampfbelohnungen immer fest von der Summe her, je nachdem welches Schiff man abgeschossen hat. Bei Kopfgeldbelohnungen, die können von bis gehen, da gibt es eine riesen Spanne. Kampfbelohnungen sind pro abgeschossenem Schiff, je nach Schiffstyp, immer gleich. So, dann noch der Schwarzmarkt. Da kommt jetzt, die haben nichts zu verkaufen, weil ich natürlich nichts dabei habe. Deswegen kann ich jetzt auf den Schwarzmarkt nicht zugreifen, aber es gibt Systeme und Stationen mit einem Schwarzmarkt, auf dem ihr zum Beispiel illegale Sachen oder verbotene Sachen verkaufen könnt. Auch das gibt's. So, dann die Universal Cartographics, da dürfte ich doch, ich habe sogar noch was dabei. Das sind die gescannten Systeme mit einem Aufklärungsscanner oder einem Detailscanner, das dann im Teil, wenn wir zum Exploren später mal kommen, die man hier abgeben kann. Wenn ihr irgendwo schon Daten gesammelt habt vom Exploren, auch von mir aus ganz am Anfang, gehen wir mal davon aus, ihr springt ins nächste System. Das System ist bloß 8 Lichtjahre entfernt. Ihr springt wieder zurück in euer Heimatsystem, in dem ihr gestartet seid und wollt die Daten verkaufen. Das geht nicht. Ihr müsst mindestens von dem gescannten System 20 Lichtjahre entfernt sein, bevor ihr Daten verkaufen könnt. Dann sieht man nochmal hier aufgeschlüsselt,
welches Objekt wie viel Geld bringt. Und dann ganz unten die Crew Lounge noch. Ruben Müller, der ist gerade inaktiv, hat den Kampfrang gefährlich, Gewinnanteil 8%. Hier unten könnt ihr verschiedene kaufen. Je nachdem, am besten ihr levelt euch die selber hoch, denn wenn ihr zum Beispiel direkt einen Experten im Kampfrang kauft, braucht, will der schon 12% haben. Rang gefährlich ist schon ein bisschen höher als Experte und er will nur 8% haben. Also lieber einen ganz harmlosen wählen und den dann selber hochleveln, wenn ihr euch das irgendwann leisten könnt. Dann spart ihr einiges an Credits. Kauft euch am Anfang niemals alle drei Crewmitglieder. Könnt ihr natürlich machen, aber immer oder je nach Crewmitglied, wenn ihr drei Crewmitglieder mit zum Beispiel 10% Gewinnanteil habt, müsst ihr für alles, was ihr macht, immer die 30% abdrücken. Egal, ob die aktiv sind oder nicht. Crewmitglieder möchten immer ihren Anteil haben. Deswegen hat der Sack auch schon 34,5 Millionen Credits verdient. Aber der macht einen guten Job, außer in Kampfbereichen. Wer meine Videos kennt, da ist er nicht so fit. Da zerlegt er mal schnell seine 8 Fighter. Na gut, dazu später auch nochmal mehr zu den Crewmitgliedern. Ja, dann hätten wir drüben noch das Holomi, die Lackierung. Das machen wir später mal. Und dann gehen wir mal als erstes hier in die Werft rein. Da könnt ihr zum Beispiel sehen, hier oben bei Werft, hier gibt es die Sidewinder, die kostet 31.200 Credits. Und die verschiedenen Attribute und die Schilde und was alles in dem Schiff schon drin ist, die Waffen, die Werkzeuge, ist zum Beispiel so ein einfacher Aufklärungsscanner drin. Optionale interne Module, Basismodule, die sind immer dabei. Und da gibt es dann halt die verschiedenen, das geht dann über den Hauler, Adder, eine Viper MK3, eine Cobra MK3, Viper MK4 und so weiter. Die werden dann immer teurer. Hier wäre der Typ 9 Transporter das heftigste, was man hier kaufen kann für 74 Millionen. Da ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Aber der T9 Transporter, der hat einen relativ großen Frachtraum. So, das sind also die Schiffe hier in der Werft, die ihr euch kaufen könnt. Steht dann da, was die alles so drauf haben oder auch nicht. Beziehungsweise was sich zum Beispiel verbessert im Gegensatz zu eurem Schiff. Dann eure eingelagerten Schiffe. Das sind jetzt alle Schiffe, die ich hier eingelagert habe, die ich mir im Laufe der Spielzeit alle mal gekauft habe. Also von jedem fast alles dabei, zumindest die, die ich gern hätte und bräuchte. Ja, das sind halt die eingelagerten. Ihr könnt pro Station, glaube ich, 35 Schiffe einlagern. Also selbst ich brauche das nicht nach 2,5 Jahren Spielzeit. Ihr könnt genügend überall einlagern. Das ist eine feine Sache. Dann der Transfer, zum Beispiel hier steht in einem anderen System noch eine andere Anaconda rum. Die würde zum Beispiel, wenn ich die hierher transportieren würde, 27 Minuten brauchen und 1,5 Millionen Credits würde mich das kosten. So viel zur Werft. Dann kommen wir mal noch zur erweiterten Wartung. Hier könnte man zum Beispiel nochmal den Lack reparieren. Der wird, glaube ich, immer nicht automatisch mit repariert, wenn man hier auf alles reparieren geht. Dann auch hier wieder auffüllen für halt Munition oder das Treibstofflager. Aktuell alles bei 100%. Sehen wir dann später nochmal in Aktion. Und jetzt gehen wir mal in die Ausrüstung. Das ist eigentlich das, womit ihr viel, viel Zeit verbringen werdet. Das verspreche ich euch. Hier ist auch nochmal viel zu sehen. Und zwar geht es hier über die Aufhängung bzw. den Waffen des Schiffes, die Werkzeugsteckplätze, was zum Beispiel sowas ist wie Kühlkörper oder Düppel und so weiter. Dann die Basis, da sind alle Module drin, wie zum Beispiel der Antrieb, der Frameshift-Antrieb, also sprich die Schubdüsen, nicht Antrieb, die Sensoren, die Lebenserhaltung und so weiter und so fort. Könnt ihr mal ganz kurz reinschauen, hier Kraftwerk, Frameshift-Antrieb, Schubdüsen, Sensoren, Energieverteiler, der Treibstofftank. Dann intern optional der Schildgenerator, Frachtgestelle und so weiter und so fort. Und dann auch noch in die Lackierung. Da gibt es verschiedene Sachen, die ihr euch da auch kaufen könnt. Ihr müsst das nicht. Ihr könnt euch da halt auch Sachen kaufen, bis über irgendwelche Namensschilder, Schiff-ID und so weiter. Das ist kein Muss. Ich mache das selber nicht. Ich kaufe ganz, ganz selten mal was in dem Shop. So zwei Sachen oder so bisher in den 2,5 Jahren. Muss aber nicht sein. So, jedenfalls wäre das die Ausrüstung. Auch dazu gibt es später nochmal ein eigenes Video. Es gibt so viel, da werden mit Sicherheit noch einige Videos folgen. Aber das wäre es jetzt erstmal von den grundlegenden Funktionen des Interfaces. Mehr
gibt es mit Sicherheit immer noch mal zu erzählen, aber wie gesagt, auf die meisten Punkte davon gehe ich sowieso noch mal separat in einem anderen Video drauf ein. Selbst das Video ist jetzt viel, viel länger geworden, als ich eigentlich geplant hatte. Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen für einen Einstieg erstmal, die jetzt neu beginnen, egal ob auf dem PC, auf der Xbox, auf der PlayStation. Dazu noch ein kleines Wörtchen. Das Universum, sprich auch die Simulation, sprich die Warensimulation und so weiter und die Fraktionssimulation, die im Hintergrund stattfindet, die wird von allen Systemen beeinflusst, also von den PC-Spielern, von den Xbox-Spielern und von den neuzukömmlingen PlayStation 4-Spielern. Die greifen alle auf dieselben Daten des Universums zu, nur können die leider nicht miteinander spielen, zumindest noch nicht. Vielleicht kommt das ja irgendwann, das wäre ganz geil. Aber zumindest greifen die alle auf ein und dasselbe System innerhalb der Galaxie zu. Was eigentlich eine ganz feine Sache ist. Warum? Auch dazu später wieder mehr. Ihr seht, es gibt so viel zu erzählen und zu machen. Und ja, da würde ich sagen, wer Fragen hat, gerne in die Kommentare, damit ich beantworte das alles. Oder auch einige von den Leuten, die jetzt schon immer seit Ende 2014, seitdem ich das Let's Play angefangen habe, seitdem das Spiel den Release-Status erreicht hatte am 16.12., habe ich mittlerweile so viele Videos gemacht. Auch da gibt es immer noch Leute, die sich das anschauen. Vielen, vielen Dank dazu schon mal. Und die helfen mit Sicherheit auch gern, wenn ich mal nicht antworten sollte oder mal später antworten sollte. Ich versuche schon immer dann zu antworten, wenn es mir möglich ist. Jedenfalls war es das erstmal von den grundlegenden Informationen. Spannend war es vielleicht nicht, aber beim nächsten Mal heben wir dann ab und da betätigen wir nicht bloß zurück zur Oberfläche, sondern auch starten. So, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, für eure Aufmerksamkeit und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.